Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Meeting 2.de Titania. Ja, ich habe wieder ein bisschen was für euch zusammengestellt. Das heißt, so ein bisschen was editiert, ein bisschen was gecuttet und so weiter. Kennt ihr ja. Und ja, da werden wir jetzt ein bisschen abhören, ein bisschen farmen, ein paar Truhen öffnen auf jeden Fall. Unter anderem auch Melee-Truhen. Ich glaube, das war auf diesem Server zumindest noch gar nicht auf meinem Kanal. Ja, haben wir dann auf jeden Fall gemacht. Die Truhen werdet ihr dann auch sehen. Die sind ja doch immer recht interessant, weil da viel, viel Young rauskommen kann. Und ja, ansonsten werdet ihr alles sehen. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen was live gemacht. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ja, das werdet ihr dann gleich sehen. Momentan, Leute, ist hier gerade so eine Runde, dass viele, viele Leute abgezogen werden. Tut mir einen Gefallen und klickt nicht einfach auf irgendwelche Links oder so. Klar, Maeve und ich haben natürlich auch in der Videobeschreibung auch so Affiliate-Links, aber wir sind ja offizielle Partner, so, ne? Da könnt ihr euch dann schon beruhigt sein, darauf könntet ihr klicken, wenn ihr denn wollt. Aber ansonsten, das soll jetzt kein Bashing sein oder so, aber wenn ihr auf einem P-Server dieselben Account-Daten hattet wie auf DE, dann könnt ihr euch ja denken, wer euch abgezogen hat oder so. Das heißt, wenn ihr mal irgendwann auf dem P-Server gezockt habt, juckt mich nicht oder so. Aber denkt bitte daran, andere Account-Daten zu haben auf DE als auf dem P-Server, weil die haben eure Daten gespeichert und ja, Leute, die illegal Geld machen, machen auch davon nicht halt. So, nur mal so ein kleiner Tipp und jetzt geht's in den Live-Part. Let's go! So Leute, kurze Zwischenszene und zwar haben wir hier insgesamt 35 Truhen des Razzadors, die habe ich zusammen mit Gloa gefarmt. Er ist auch gerade hier live bei mir auf dem TS, sag mal hallo. 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 Und ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir die jetzt aufmachen, normalerweise verkaufen wir die, aber wir haben uns gedacht, so ein paar könnten wir ja mal aufmachen. Ich sag mal so, zwei Razza-Eier wären schon echt nice, da werden wir auf jeden Fall gut Plus machen. So, Wahrscheinlichkeit dafür ist, gleich man null. Muss halt bedenken, bei uns beiden dann auch noch so. Könnte nicht, ja gut. Auf jeden Fall versuchen wir das jetzt mal, 35 Truhen. Let's go. Bronzeschellen, Kringstallbogen, roter Farbstoff. Das ist nice, den können wir verkaufen. Der geht auch gut weg. So, ich habe ein bisschen leer gemacht. Staubsauger ist auch sofort gekommen. So, Ekstasefächer und so weiter kannst du natürlich auch ganz gut bei der Gemi verkaufen, ne? Also, die bringen ja auch nochmal ein bisschen was an Young. Punktvoller Gürtel und so eine Kacke, Alter. Gib mir mal ein Ei hier. Dann sind wir schwarzer Farbstoff, geil. Komm, ein Ei. Mach nicht so. Mach nicht so. Nur noch 5 Truhen. Oh je. Erfahrung, Alter. Ich will keine Erfahrung. Truhe der Dunkelheit. Bronzeschelle, schwarzer Farbstoff, Kettenglieder, Rubinverzierung, Amethyst-Gravurmesser und letzte Öffner. Wow. Kein Ei, Alter. Kein Ei. Nice. Das ist Betrug. Bad luck, Fossi. Ja. Jetzt versuchst du es umzudrehen, oder was? Okay. Möglicherweise. Wir haben aber noch die Petbücherkisten, machen wir auch auf, oder? Oh, ja, klar. Okay. Okay. Warte. Ich hab's angekündigt, Leute. Ja, aber nicht. Ich mache eine Rückblende. Und? Ist es geil, oder was? What the fuck? Ja ich gut. Hat sich minimal gelohnt. Ich sag mal so, roter Farbstoff und so weiter kann man natürlich auch verkaufen. Also ich sag mal so. Gigi. Leute, Gigi. So, die nächste Szene, Leute. Und Gloa hat mir so gesagt, hey, wäre voll super, wenn du mich jetzt nochmal unglücklich machen würdest. Denn ihr seht, wir haben hier gerade Eisvogelschuhe, die plus 7 sind. Das ist so eigentlich so das normale Up-Level, sag ich mal.
Schnittmuster, blauer Farbstoff und 5 schwere Gurte. Das heißt Feuerschuhe. Ich habe ihn gleich gesagt. Bei mir sind Ozeanschuhe direkt beim ersten Versuch auf, also haben geklappt. Und dass mein Glück sehr wahrscheinlich aufgebraucht ist. Aber er hat gesagt, hey, hast ein bisschen Content. Vielen Dank dafür, Junge. Ne? So, bitte. Aber ich muss dich halt trotzdem jetzt unglücklich machen. Weil ich denke nicht, dass es klappt. Ich hoffe es sehr für dich, aber ich denke es nicht. Ja, wir werden es sehen. Alter Falter. Okay, Leute, was denkt ihr? Schreibt es kurz mal in die Kommentare. Ich ab jetzt 3, 2, 1. Ja, gut. Hat halt nicht geklappt. Oh je. Yeah. Ich habe kurz überlegt, ob ich dir meine ins Handelfenster tun soll, so dass du dich zuerst freust und dann doch nicht. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen gewesen. Das wäre zu hart gewesen. Ha, Leute. Aber da kriegen wir auch noch hin. Ich habe mit Gloa gesprochen. Wir unterstützen uns da so ein bisschen gegenseitig und da kommt auf jeden Fall noch der ein oder andere Abversuch. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Und wir haben die Pet-Bücherkisten. Da ziehe ich einen Bersi raus. Betten nicht. Ah, doch.